Und weiter geht's mit einem neuen Video hier in New World. Und nachdem wir uns im letzten Video den Feuermage angeschaut haben, gucken wir uns jetzt den Forstmagier an. Also, wir haben unseren Kandidaten hier mit den Frosthandschuhen ausgerüstet. Der Frostmage hat kein Staff, sondern hat diese Handschuhe, diese Frostklauen. Und mit diesen Frostklauen erzeugt er dann quasi seine magischen Geschosse. Wir gehen da mal ins Detail rein, beziehungsweise auch da erstmal in die Attribute rein. Und wir sehen auch hier, die Eisstulpen haben eine Skalierung komplett eben basierend auf Intelligenz. Und dementsprechend haben wir hier auch schon alles in Intelligenz reingetan. Und haben hier auch den ersten Knotenpunkt erhalten. 10% von leichten und schweren, also plus 10% Schaden von leichten und schweren Magieangriffen. Das nehmen wir natürlich gerne mit, auch auf dem Frosthandschuh. Und ja, bei den Frosthandschuhen gehen wir natürlich auch hier bei den Eisstulpen in die Talente rein. Und wir nehmen hier einmal, oder wir haben hier einmal Eissturm zur Verfügung und den Baumeister. Und wir bauen uns erstmal nichts, sondern wir machen erstmal hier den Eissturm. Gehen hier rein in die 1, 2, 3 Talente und haben jetzt hier noch einen passiven übrig. Das habe ich ein bisschen länger gespielt, dementsprechend habe ich hier nochmal einen Skillpunkt mehr. Frost Mage macht schon ordentlich Spaß und da geht auch ordentlich was, auch im Gruppenspiel bzw. auch im Solo. Schauen wir da mal eben rein, was wir noch verteilen können hier, speziell natürlich jetzt bei den passiven Talenten. Ja, und bei den passiven Fähigkeiten lohnt sich auf jeden Fall nochmal mehr auf Crit-Schaden zu gehen. Bei voller Ausdauer erhöht sich der kritische Schaden aller Eiszauber um 15%. Und insgesamt kritten wir hier auch schon ganz gut rein mit dem Frostmage. Also teilen wir das mal zu und wir suchen uns die ersten Opfer und schauen uns dann im Detail auch nochmal die Talente an. So, und hier vorne haben wir auch schon die ersten Gegner. Auch hier unterscheiden sich die Angriffe zwischen ganz normal leichten Angriffen. Auch da muss man natürlich treffen. Aber ihr seht auch da schon, selbst die leichten Angriffe gehen locker von der Hand. Auch da können wir dann natürlich variieren zwischen den leichten und den schweren, die dann deutlich mehr Schaden machen. Aber auch hier seht ihr, beides kostet natürlich Mana. Aber es geht ratzfatz, also es haut schon echt gut rein. Und ich habe immer das Gefühl, dass es mit dem Frostmage besser geht als mit dem Feuermage. Also da haut das einfach ein bisschen mehr rein. Die Range ist auch recht ordentlich. Auf Range hier schön 250 Damage fast machen. Ist natürlich entspannt. Kritisch haut auch hier rein. Und ihr seht, wir brauchen kaum Ausdauer zu verbrauchen. Also wir verbrauchen kaum Ausdauer. Dementsprechend ist das hier natürlich ganz praktisch mit diesem passiven Skill. Kann man natürlich gut mitnehmen. Die letzten, die hier noch die Beta-Phase genießen. Ja, also, kommen wir mal zu den Talenten. Wir haben hier bei den Talenten einmal den Eisstachel. Und beim Eisstachel ist es so, man schießt quasi in gerader Linie 8 Meter nach vorne. So eine Mauer quasi aus Frost. Und die verursacht, da steht 56% Waffenschaden. Und ich bin mit dem Ding noch nicht so ganz irgendwie auf dem Grün oder nicht so ganz. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig, sagen wir es so. Die Stachelspur endet mit mächtigem Dorn, der 157% Waffenschaden verursacht und Gegner nach hinten stößt. Drücke linke Maustaste, bevor das Ende der Stachelspur erreicht ist, um mächtigen Dorn vorzeitig auszulösen. Es ist nicht so einfach. Das heißt, wenn wir jetzt uns hier diesen Otto mal nehmen. Das ist so schnell.
Also, nee. Wie soll man den denn da treffen? Nochmal das Ganze. Lassen wir mal jetzt hier irgendwie... Ja, und dann macht er halt eben nur diesen Minimal-Damage, ne? Zack, jetzt haben wir ihn mal getroffen, hat ihn zurückgestoßen. Aber wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Ich meine, wenn man vielleicht von vornherein Frostmage spielt... Aua. 100 Schaden. Es ist tricky, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, bevor ich da solche Späßchen hier mache, dann schieße ich auch einfach mit dem normalen Standardpfeil da drauf. Der haut halt auch für 170 rein. Ne, da muss ich nicht irgendwie so ein Special haben. Oder mit einem großen bisschen aufladen. Bam, knallt das auch gut rein. Also auf diesen Spell würde ich verzichten. Finde ich ein bisschen tricky. Wenn man, glaube ich, in einem Bossfight ist und man hat kontinuierlich immer den gleichen Abstand zu dem, stellt sich genau auf die 8 Meter hin, bam, 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 spammt das Ding mit raus, ganz anderes Ding. Aber so in Action und wenn man ausweicht und hier und da muss man zwischendurch genau gezielt. Sehr, sehr schwierig. Kommen wir zum nächsten Punkt. Auch da ist es mal wieder soweit. Ich pull mal wieder ein bisschen was, denn da lohnt es sich tatsächlich, so eine kleine Gruppe auf dem Haufen zu haben. Ich hatte das beim Leveln mehrfach, diese Situation, dass ich da wirklich so ein paar auf einem Haufen hatte. Ich habe die dann irgendwann auch gezielt gepullt, weil das tatsächlich gar nicht schlecht war, denn man kann hier drumherum sozusagen schon rennen. Und die bleiben relativ konstant hier drin. Ihr seht im Vergleich, also erstmal vom Schaden her, im Vergleich zum Feuermage schon mal deutlich mehr Schaden. Im Vergleich zur Haftbombe, also zu den ganzen AOE-Schaden, Schadensskills, ist das schon mal wirklich gut. Und dazu kommt, man kann es platzieren und man muss jetzt nicht mehr irgendwie kanalisieren oder sowas. Man rennt hier einfach im Kreis und ihr seht, die haben alle ordentlich Schaden bekommen. Schon jetzt bei dem zweiten Mal casten sind sie fast kaputt. Und jetzt ist gleich das nächste Mal fertig. Wenn man jetzt noch irgendwas reinskillt, was die Abklingzeit reduziert, ist das, glaube ich, wirklich eine ganz entspannte Geschichte. Gehen wir hier nochmal rein. Machen jetzt vielleicht nochmal den Dorn. Und zack, da haben wir noch zwei gekillt dadurch. Zwei Finisher. Easy. Das macht richtig Spaß. Schön den Massenpull. Und ich weiß nicht, wie viel man da pullen kann. Das waren jetzt 4 Mannequin. Lass das mal Summe X sein. Oder man pullt das wieder mit mehreren. Einer zieht die Aggro, einer castet rein. Auch das natürlich die Möglichkeit. Richtig schön. Also das ist so ein Spell, der macht mir richtig Spaß. Schön Gruppenpull, Massenpull und dann den Damage rauskloppen. Da spawnen die Kollegen auch schon wieder. Und wir nutzen die Zeit und gehen hier auf den letzten Skill hier ein. Von den Eisstulpen im Eissturm-Build. Und zwar hier Eiswind. Ähnlich wie beim Feuermage. Hat er auch hier, ja, einen guten Spell auf Range. Ich habe das Gefühl, es geht schon mal ein bisschen weiter. Hat eine bisschen weitere Range. Und es tickt vielleicht auch ein bisschen schneller. Hat aber, also ich kann es nicht kontinuierlich durchziehen jetzt. Sondern man zieht es so durch. Zack. Macht auch gut Damage, haut gut rein. Lesen wir es nochmal kurz. Genau. 7 Meter Reichweite, wobei der Schaden letzten 2 Meter 20% erhöht wird. Gegner nicht zurückstößt. 5 Meter, bababa. 5 Meter weit zurückstößt. Dieses Zurückstoßen habe ich gerade gemerkt. Deswegen wollte ich gerade nochmal nachgucken. Das ist natürlich praktisch, man pullt einen ran. Und sagt dann, hey, bleib mal kurz zurück. Absolut praktisch. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir eigentlich bei allen Waffenskills diesen Punkt haben. Solange du selbst keinen Schaden kriegst, umso länger kannst du halt agieren, kannst du Damage austeilen und musst nicht zwischendurch pausieren und dich hochheilen und so weiter und so weiter. Du kannst einfach kontinuierlich weiter Gas geben. Macht absolut Sinn.
Wenn man hier alle Register zieht, haben die, glaube ich, die Gegner alle überhaupt gar keine Chance, hier überhaupt ansatzweise nah genug ranzukommen. Zwischendurch natürlich auch immer schön Buff-Food reinziehen, dass eure Mana-Regeneration erhöht wird. Und dann lübt das schon. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in den nächsten Talentbaum. Also gehen wir nochmal rein hier in die Talente, gehen hier in den Baumeister rein. Und der baut sich hier so Eissäulen zum Beispiel oder lässt Eis regnen oder baut sich so ein Eisgrab. Da gehen wir natürlich rein und verteilen auch noch unseren gerade erworbenen letzten passiven Talentpunkt. Ja, und hier sehen wir in den Talentpunkten immer wieder diesen Satz in einem vereisten Bereich und in einem vereisten Bereich. Wenn man das nicht gewährleisten kann, lohnt es sich vielleicht erstmal auf so etwas hier zu gehen. Erhöht den Schaden von Eissäule. Sehr praktisch. Da gehen wir vielleicht auch mit als erstes rein. Und die schauen wir uns auch mit als erstes an. Ich habe eine Zeit lang das auch kombiniert mit Schwert und Schild. Auch das ist durchaus eine Möglichkeit, dass man auch da wieder den Gegner pullt. Dann platziert man diese Eissäule, die schießt auch mit drauf und dann geht man hier mit Schwert und Schild rein und blockt einfach schön die Angriffe, während die Eissäule die Gegner wegbrezelt. Absolut praktisch, die Eissäule hat einen eigenen Lebensbalken und eine Haltbarkeit. Das heißt, wenn während der Haltbarkeit, während die noch läuft, der Lebensbalken runtergeht, geht das Ding natürlich kaputt. Am Ende der Haltbarkeit ist das Ding natürlich auch platt. Schauen wir uns mal das nächste Talent an. Da sind wir hier beim Eisregen. Erzeugt einen Eisregen, der eine Fläche von ca. 1 Meter mal 5 Meter vereist. Gegner im Eisregen werden durch starken Frostbrand enorm geschwächt. Erfrierung verwurzelt für eine Sekunde, verhindert Springen und Ausweichen. Verlangsamt das Bewegungstempo um 50% und verbleibt für 3 Sekunden, nachdem das Ziel Eisregen verlassen hat. Also hier eher eine Geschichte, die man vielleicht im PvP einsetzen kann. Ihr werdet attackiert, ihr nutzt diesen Eisregen, um euch zurückzuziehen. Eisregen hat eine Dauer von 4 Sekunden. Wir gehen da mal rein. Ihr seht hier, zack, haben wir den Eisregen. Und jetzt sehen wir hier gerade keinen Frostbrand drauf. Den klatschen wir nochmal eben so weg und nutzen direkt nochmal den nächsten. Abklingzeit ist ready. Wir machen den Eisregen. Der kommt uns zu nah. Wir sagen, nee, Alter, nicht mit uns. Er rennt da durch, ist geslowt, hat jetzt einen Frostbrand oben drauf. Und wir können ordentlich draufholzen. Und haben sogar noch einen Talentpunkt übrig. Den verteilen wir natürlich direkt. Also hier bei den passiven Skillpunkten muss ich sagen, dass mit diesem vereisten Bereich, ich fühle es gerade noch nicht so richtig und ich sehe auch noch nicht so richtig vereisten Bereich. Gucken wir uns das gleich nochmal ein bisschen an. Du hältst 3 Mana für jeden Zauberspruch aus dem vereisten Bereich heraus. Nehmen wir das mal. Alles andere war jetzt auch nicht besonders interessant. Gehen wir mal rein. Wir haben ja noch was offen. Und zwar hier das Eisgrab. Bam. Ja. Und ihr seht, wir stehen hier rum wie Ed von Schleck, Alter. Schön durchgefrostet. Und hier der Skeleton hatte versucht, hier uns ordentlich ans Leder zu gehen. Schafft es nicht. Tja, und wie gesagt, ich bin immer noch nicht schlauer, was das mit dieser vereisten Fläche zu tun hat und wo wir hier vereiste Fläche haben. Ich kriege einfach keine vereiste Fläche hin. Und in diesen komischen Eisregen, da will man sich ja auch nicht reinstellen, weil das Ding ist ja quer vor einem. Das ist ja nicht mal längst. Oder... Ne? Kleiner Nachtrag natürlich nochmal hier zum Frostmage. Ich weiß jetzt endlich, was die Eisfläche ist. Wer lesen kann, ist da klar im Vorteil. Also, die Eisfläche entsteht hier bei der Eissäule. Da unten steht es doch. Die Eissäule erzeugt eine 1 Meter weite vereiste Fläche, in der Eiskräfte genutzt werden können.
Also nutzen wir diese doch. Wir stellen unsere Eissäule hin, stellen uns da rein und jubeln dem Typen hier ordentlich die Eiszapfen um die Ohren. Und schon lübt der Lachs. Ist das nicht schön? Und dann lübt das auch, dass wir eben unsere passiven Skills damit kombinieren können. Viel, viel besser. Ei, 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 ei. Also, da ist die Eisfläche, in die man sich reinstellt. Macht das Ganze natürlich ein bisschen statischer. Wenn man so nicht kämpfen will, ne, muss man das ja nicht. Ich habe die Eissäule häufig so ein bisschen abseits gestellt und dann kamen von beiden Seiten die Schüsse. Aber wenn man natürlich hier die ganzen positiven Effekte nimmt von diesem Baumeister-Talent-Scree, hier verringert alle Abklingzeiten für die Eisfertigkeiten um 20%, wenn du eine Fähigkeit im vereisten Bereich einsetzt und so weiter. Also solche Geschichten sind halt hier komplett drin. Nachtrag, der war, glaube ich, ganz wichtig. Die Eisfläche ist hier im Eiszapfen drin. Also nutzt diesen Eiszapfen. Und dann kann da auch nicht mehr viel passieren, denn es lübt. Und wir können hier schön mit dem Eis alles weghauen. Ist das gut. Alter, der Eismage macht einfach Bock. So, Ed von Schleck ist weg. Wenn dir das Ganze gefallen hat und geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns am nächsten oder im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.